Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Das ist Outbreak Pandemic Evolution. Kostet 17,99 €. Ist Early Access. Kam am 9.09.2016 auf Steam raus. Und hat ein paar Issues. Einerseits könnt ihr das nicht sauber aufnehmen bei den Ladezeiten, weil dann kachelt das Ding gerne mal ab. Also wie man mit dem Aufnahmeprogramm ist vielleicht jetzt noch nicht ganz so schön dafür, dass es schon released ist, aber es ist nun mal eben Early Access. Ich spiele das hier mit Controller und es gibt was Schönes. Mal gucken, haben sie es gefixt? Nein, haben sie nicht gefixt. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist der Konfiguration. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt. Irgendwie werde ich da aber nicht schlau raus. Es könnte auch aber einfach sein, dass er hier mit dem Xbox-Controller, den ich arbeite, irgendwie nicht ganz so zurechtkommt. Also dieses Spiel ist nicht ganz so technisch einwandfrei. Was wir gerne bei Early Access kennen, denn wenn ich hier, ich zeige euch das mal, eigentlich müsste man das noch mit so einer komischen Minicam zeigen. Das ist unten, das ist oben. Also es ist verkehrt. Was das soll, weiß ich noch nicht ganz genau. Wir sind hier im Singleplayer. Ich kann es schon mal vorwegnehmen, ich habe schon mal mich beim letzten Mal auch ein bisschen umgesehen und ich fand es sehr leer. Also dafür, dass es ein Game ist, was man jetzt schon eigentlich kaufen kann, finde ich es sehr leer. Also, ja, kann man damit auch interagieren? Ja, irgendwie nicht wirklich. Vielleicht ist auch die Controller-Konfiguration Käse. Ja. Können, glaube ich, hier, ne, können, glaube ich, uns nicht die Keys angucken. Aber ich glaube, so viele Keys gab es da auch nicht. Okay, das ist auch eine nette, interessante Version des Key. Jo, irgendwie so die üblichen Keys funktionieren so nicht, wie sie sollen. Ja, da passiert irgendwie gar nichts, aber das würde mich auch bei diesem Titel nicht so wundern. Deswegen, ich zeige euch den mal für so 10 Minuten. Wenn man so will, ist das wieder die übliche Geschichte der Warnung. Warum ich so ein Fan bin von Early Access. Wie schon, es kann ein Problem sein, dass der Controls, aber auch dann müsste man die, glaube ich, langsam mal fixen können. Ne? Weil ich nehme das hier auf am, ich guck mal kurz, am 17. Also genau eine Woche nach der Retrobörse in Bochum. Wo ich immer noch ein paar Fragen kriege, aber wie gesagt, ich werde noch Zug um Zug alles abarbeiten. Macht euch da mal keine Sorgen. Tja. Ihr werdet gleich sehen, wenn wir im freien Feld sind, sieht das gar nicht verkehrt aus. Also ich finde vom Film, vom Design das gar nicht so schlecht. Aber wir haben von diesem Zombie-Survival so viel Sachen und so viel auch Sachen, die viel besser sind. Deswegen weiß ich nicht, ob sich die Leute einen Gefallen tun, wenn sie es in dieser Fassung rausbringen. So, jetzt gucke ich mal, irgendwo gibt es hier nämlich einen Exit. Kann ich euch das nicht mal eben zeigen, wie es draußen aussieht. Da Exit oder da. Mal erstmal hier hin. Ach, das ist wahrscheinlich interessant, wenn es funktioniert. Genau, hier ist das Exit. Genau, so. Jetzt haben wir so ein bisschen, wenn man so will, es sieht nicht schlecht aus. Also ich kann mich über die Grafik nicht beschweren. Die ist vollkommen gut, die ist auch flüssig. Da finde ich auch vollkommen okay. Ja, ich vermute, dass die Controls mit dem Xbox-Controller oder beziehungsweise hier in dieser Verbindung noch ein bisschen buggy sind. Aber das hätte man, glaube ich, schon dreimal fixen können. Andere Spiele, das sage ich ja auch gerne mal, ich meine, ihr wisst ja selber, ich kriege ja von den meisten Sachen sowieso die Keys mittlerweile. Die sind da schon weiter, ne? Also, vor allem, wie schon, dem werde ich dann mit Sicherheit auch wieder den Hinweis geben und per Mail, was alles nicht funktioniert. Und hier ist leider übrigens der Punkt, wie viele Leute sich da überhaupt nicht mehr melden. Das ist auch geil. Also du hast da teilweise, ich würde sagen, nicht unbedingt 1 von 10, aber so 2 von 10, die reagieren. 8 von 10 ist das vollkommen egal. Und da soll mir doch bitte keiner erzählen, dass da irgendwas ist von Qualitätsmanagement oder sonstiges. Ist doch Blödsinn. Sondern das ist doch einfach nur die übliche Geschichte. Tja, wie nenne ich es mal charmant? Schnelles Geld verdienen halt. So wie Hollywood-Produktionen es ja auch gibt, nur um irgendwelchen Leuten irgendwelche Paychecks zu geben. So kommt mir das manchmal vor, weil
müssten ja ein Interesse haben. Oh, das sieht cool aus. Ich glaube, Wasser war ich noch nicht. Guck mal. Guck mal, tauchen. Oh, das sieht gar nicht schlecht aus. Ah, oh, da gehen natürlich die Framerate voll in den Knaller. Oh, auf 12 Frames. Oh. Na, wieder zurück. Also das geht gar nicht. Also da ist dann die Framerate schon deutlich im Keller. Meine, mittlerweile ist jetzt auch so, ich nehme das ja jetzt hier, wie gesagt, habe ja schon gesagt, wann ich es aufnehme. Da ist ja Gott sei Dank jetzt die Hitzewelle weg. Wir haben ja keinen Klimakollaps, ne? Das ist ja alles normal. Das sind alles saisonale Geschichten, die sich immer wieder gern wiederholen. Da ist das ja egal, da kann der Lüfter jetzt auch mal ein bisschen was tun. Aber ihr seht, das ist okay. Also das finde ich grafisch nicht so schlecht. Auch wenn es sich so bei 30 FPS einpendelt. Aber das schiebe ich zum Beispiel noch auf Early Access. Also das kann zum Beispiel noch gefixt werden. Aber Controls sollten gefixt werden. Das ist nicht zu viel verlangt, denke ich. Deswegen, ich hatte da auch jemanden, das war ganz lustig, aus Südafrika, der da jemand zurückgeschrieben hat und sagte, ja, wie schwierig ist, Controller-Support zu machen. Das glaube ich euch. Also dass sicherlich eine Menge Leute eher sich darum fragen, wie man irgendwelche Lizenzen oder so beantragt, anstatt da irgendwie sinnvolle Hilfe zu geben. Oh, hier bin ich falsch. Schnell weg. Hätte ich jetzt auch irgendeine Waffe, um mich zu wehren, wäre das auch ganz putzig. Okay, ja, noch nicht mal einen Eingang, oder was doch? Ja, wie kann ich jetzt irgendwie mit der Kiste interagieren? Toll. Na gut, mit der Maus. Nö, auch nicht. Oh, aber eine Hand. Nee. Ja. Ja, machst du toll. Okay. Oh, ein Rauchmelder. Das ist sehr vorbildlich. Ist das ein deutsches Haus? Also das ist eine Lampe darstellen. Boah, dass die Steuerung da vollkommen verkehrt ist. Also das ist, finde ich, ein bisschen absolut sonderbar. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich meine, ich brauche euch da wahrscheinlich auch nicht mehr was zu zeigen, weil ich kann euch nicht mehr zeigen. Ich kann nämlich kaum was machen. Was ich grundsätzlich jetzt mal nicht so gut finde, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh, ich bin jetzt erschossen worden. Hui. Wollen wir uns noch ein bisschen die Landschaft angucken. Tja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also für mich ist das ein bisschen zu sehr Early Access. Ist mir noch einfach ein bisschen zu wenig. Deswegen würde ich jetzt sagen, wartet mal noch, was daraus wird. Vielleicht wird das ja noch ein richtig, richtig gutes Game. Vielleicht macht das auch nur im Multiplayer Sinn. Das kann natürlich sein. Aber Controls, die verkehrt sind, die machen auch im Multiplayer keinen Sinn. Ich glaube, da braucht man gar nicht drüber nachzudenken. Und wenn jetzt irgendeiner schreibt, du bist so doof, die Controls einzustellen, ja, dann habe ich es aber bei irgendwie gefühlt 500 anderen Steam-Games aber geschafft. Also dann war das, schiebt das hier auf geistige Umnachtung. Aber ich finde das nicht ganz so klasse. Naja, das war Outbreak Pandemic Evolution. Ja, The Culling funktioniert besser, The Forest funktioniert besser.
Gibt sicherlich genügend Alternativen, die in dieser Kategorie besser sind, sage ich mal ganz ehrlich. Ich bin euer Mr. Venom 1974, sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.